Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute möchte ich hier das Son Gohan Event etwas näher bringen, was auch im Zuge des 3rd Anniversary Patches mit reinkam. Hier hast du die Möglichkeit, einen 100%igen Son Gohan zu bekommen mit speziellen Orbs, die nur für diesen Charakter geeignet sind. Und aber erstmal zuerst, erste Dinge zuerst. Was erwarte ich überhaupt in diesem Video? Also am Anfang möchte ich dir dieses Event etwas näher bringen. Was macht das? Wie ist das? Und überhaupt und sowieso. Dann schauen wir uns nochmal die Karte im Detail an. Und dann natürlich noch das Resümee gleich dahinter. Und zum Ende hin zeige ich euch noch so ein, zwei Stages von dem Event. So, gucken wir uns erstmal jetzt hier grob die Karte an. Hier haben wir ihn schon. Und hier sind auch schon die Orbs. Also diese Sachen mit diesen speziellen Orbs gab es auch schon in der Vergangenheit. Da gab es, glaube ich, Goku Junior und eine Bulma-Karte. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Karte im Detail an. Hier ist sie schon. Und was natürlich als erstes auffällt, er hat nicht nur die normalen Sachen, er hat auch Leader-Skill-Z und das zieht sich dann einmal durch. Das heißt nicht alles, dass halt in Zukunft dann auch noch so ein Battle-Set oder Z-Battle kommen wird Event für die Karte, um halt ihn ein bisschen in Stats zu boosten, sieht man ja schon. Und hier kann man dann halt so Medaillen farmen, was halt auch nochmal HP, Attack und Death auf ordentlich hoch boostet. Muss man mal schauen, wenn das dann reinkommt. So, er ist dann auf jeden Fall ein Planet Namek Saga Leader. Okay, also naja, ist nicht so eine wirklich mega geile Kategorie. Und die Stats, die er bekommt, sind medium gut, also gar nicht mal so schlecht. Aber der Passive Skill, der hat es schon in Sicht. Also Attack plus Death 13% höher pro Ki-Sphäre und dann nochmal Attack plus 7% und 2 Ki für jede Rainbow Ki-Sphäre. Also das ist nicht verkehrt, da kann schon ordentlich was zusammenkommen. Hier ist auf jeden Fall die Anzahl, die man dann an Orbs braucht, um ihn auf 100% zu bringen, also ein bisschen mehr als 11.000. Und er hat natürlich die Möglichkeit, seine Super Attack auch auf 15 wieder hoch zu treiben. Die Super Attack, das ist auch nochmal eine ganz witzige Geschichte, zeige ich euch gleich, wie ihr die farmen könnt, jedenfalls bis 10. Die 15, wenn ihr die haben wollt, macht ihr dann mit Elder Kais, was ich nicht empfehlen würde. Oder halt einfach nochmal die erste Stage grinden. Da gibt es halt die Karte auch. Also erfahrungsgemäß droppt die ja relativ selten. Aber ich habe auch nur einfach Pech, das kann auch sein. Aber jedenfalls die ersten 10 bekommt ihr hier durch Mission. Also halt 9 Stück für die Hidden Potential. Und die anderen 4 bekommt ihr für jeden Path, den ihr dann für das Hidden Potential, also für jede Route dann öffnet. Insgesamt dann halt 13 Stück. Ja, so viel erstmal zu der Super Attack. Und jetzt natürlich das Resümee für mich erstmal so, von mir für dich. Lohnt sich die Karte dann überhaupt? Also, die ist nicht verkehrt. Also für eine Free Karte, die man sich farmen kann, gar nicht schlecht. Also, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also, ist jetzt nichts, womit man halt ein Team ergänzen kann, es sei denn, man ist wirklich free to play und man hat keine wirklich guten Karten, dann auf jeden Fall das ausprobieren. Und ja, wenn man halt sammeln möchte, das ist natürlich auch eine ordentliche Sache. Ja, und natürlich der Boost ist von der Passive auch nicht schlecht. Hier zeige ich jetzt euch erstmal die Stage, wo man die Orbs sammeln kann. Ganz witzig am Anfang, der obere Pass ist für S-Orbs, hier gibt es M-Orbs und hier unten dann die L. Und hier hinten habt ihr manchmal die Gelegenheit, wenn es nicht gerade blockiert ist, noch ein paar extra Orbs einzuheimsen. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal den L-Orb-Weg und ich bekomme natürlich richtig gute Zahlen, dass ich auch jeden Orb bekomme. Noch eine 3, gib mir noch eine 3, komm. Gib mir noch eine 3. Na klar, danke schön. Danke, 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 danke. Hat sich ja richtig gelohnt, da lang zu gehen. Immerhin ein Feld bekommen. Ja, ich hoffe wenigstens, Vegeta gibt mir ein paar tolle Orbs. Der weiß ja, Vegetas gibt mir ein paar Orbs, der weiß, wie das geht. Okay, ich hatte schon meinen Mund. Ja, also, die Stages sind
vom Prinzip her recht einfach, also nicht allzu schwer, das kann man mit jedem Team eigentlich schaffen. Bloß halt der Faktor mit dem Grinden, wenn man schnell die Luft dran verliert, ist natürlich doof. 11.000 Orbs sind halt nicht ohne. Aber man kommt auch, habt ihr auch gerade gesehen, schon alleine, obwohl ich ihn besiegt habe, 150. Also ist schon nicht verkehrt. Vielleicht so 20, 30 Durchläufe und dann hat man das auch zusammen. Wenn man dann natürlich auch noch den zusätzlichen Pfad bekommt, was gerade ja nicht der Fall war. Und jetzt möchte ich euch noch gerne die andere Stage zeigen, die auch von hohem Interesse wahrscheinlich ist, wo man halt die Medaillen bekommt. Die Medaillen sind sehr einfach zu farmen, also die droppen bei mir richtig gut und der braucht ja auch nur 5. Also von daher, man bekommt so im Schnitt immer so 1 bis 2 und bisher jedes Mal, wo ich die Stage gespielt habe, habe ich dann auch die 2 bekommen. Also von daher, die Droprate ist schon nicht verkehrt. Ich möchte gerne diese Medaillenkapsel haben. Medaillenkapsel, dankeschön. Vielen Dank. Ach Mist, ich hätte noch die einsammeln können. Egal. Na gut, egal. So, hier müssen wir halt Sauron klatschen. Der ist relativ tanky. Aber auch kein großes Hindernis. Wenn ich denn wenigstens eine super Attack bekommen könnte. Ja, wenigstens eine, das ist doch toll. Ich glaube, diese Runde wird er noch überstehen. Oder schafft das Son Goku? Son Goku, komm, mach mich stolz, Bruder. Komm, komm, komm. Erstmal Additional Attack, okay. Vegito hat es schon geschafft. Weil Vegito ist einfach mein Homie, wisst ihr? Das ist halt einfach, ist einfach cool. So, die Harmonie zwischen uns, wir ergänzen uns halt einfach richtig gut. Gut, genug geschwaffelt. Das war es jetzt erstmal für dieses Video. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat dir gefallen. Und im nächsten Video kommen dann vielleicht ein paar Summons. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich hab da, mal munkelt, ich hab da was gehört, ja? Also, sei mal gespannt aufs nächste Video, ja? Wir sehen uns auf jeden Fall, hoffe ich doch. Also, ich würde es begrüßen auf jeden Fall, ne? Also, bis dahin. Tschüssi.